Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich. Alle Menschen sind gleich erschaffen. Und wir haben das unveräußerliche Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Das Streben nach Glück ist ein so uramerikanisches Konzept, dass Thomas Jefferson es in die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten aufgenommen hat. Und dieses amerikanische Streben ist seit jeher vom Takt des Fortschritts bestimmt. Größer, schneller, neuer, reicher. In diesem Land jagen wir dem Glück seit 240 Jahren nach. Aber wann erwischen wir es nur? Ich bin unterwegs in ein Königreich des Glücks, wo dieses Streben ganz anders klingt. Dort geht es nicht um Profit, sondern um Mitgefühl. Das letzte authentische Land auf der Welt, wie manche sagen. Aber wie lange noch? Und was wissen Sie dort über das Streben nach Glück, das uns verborgen bleibt? Ich heiße Bill Weir und ich bin Reporter. Ich habe schon aus aller Welt berichtet und gesehen, wie rasant sie sich verändert. Deshalb habe ich eine Liste mit den schönsten Orten zusammengestellt, die ich sehen will, bevor sie unwiderruflich ihren Zauber verlieren. Es sind die letzten Paradiese, gestern und heute. Es ist verlockend, diese Geschichte mit "Es war einmal" zu beginnen. Denn sie ist ein modernes Märchen. Samt Königen und Drachen. Schauplatz ist ein Land, in dem Reichtum nicht am Geld, sondern dem sogenannten Bruttonationalglück festgemacht wird. Willkommen in Bhutan, der Heimat von 740.000 ruhigen und gelassenen Mönchen, optimistischen Farmern und tanzenden Bogenschützen. Jahrhundertelang wurden die unberührten Wälder und Täler des Landes durch den Himalaya vom Rest der Welt abgeschirmt. Aber das war einmal. Heute lässt Bhutan Besucher und Einflüsse von außen zu und riskiert damit unumkehrbare Veränderungen. Im Süden leben über 1 Milliarde Inder und im Norden über 1 Milliarde Chinesen. Und in der Mitte liegt Bhutan, ein winziges Land mit großem Charme. Das ist Karma. Mein erster Kontakt mit einer Gesellschaft, die so ganz anders ist als meine eigene. Ein weißer Seidenschal symbolisiert Reinheit. Da kennst du mich schlecht. Bhutan lässt erst seit den 1970ern Touristen ins Land und möchte sie auch unter Kontrolle behalten. Deswegen wird jedem Gast ein Fremdenführer zur Seite gestellt, wie Karma. Mir fällt sofort seine Kleidung auf, ein Gewand aus Rohseide, ein sogenannter Go. Und die Frauen tragen Kiras. Heute ist der Geburtstag des Königs. Deshalb werfe auch ich mich in Schale. Dabei wird der Go nicht nur zu Festlichkeiten getragen, sondern ist die Alltagskleidung vieler Bhutaner. Hier ist man so darauf erpicht, die eigene Kultur und die unberührte Natur zu bewahren, dass Plastiktüten verboten sind. Außerdem herrscht im ganzen Land ein Rauchverbot. Und kein Staatsbeamter würde bei der Arbeit Jeans und T-Shirt tragen. Für mich gibt es heute gleich mehrere Premieren. Ich stehe zum ersten Mal ohne Hose vor der Kamera und besuche meine erste königliche Geburtstagsfeier. Jigme Singye Wangchuk wird heute 60 Jahre alt. Weil er der 4. von Bhutans 5 Königen war, wird er K4 genannt. Er genießt seinen Ehrentag im Stadion der Hauptstadt, aber auch überall sonst im Land wird gefeiert.
Was muss ich wissen, wenn ich hier Leute anspreche? Gibt es Regeln? Ich will mich respektvoll verhalten. Ja, man benutzt das Wort La. Damit erweist man anderen den größtmöglichen Respekt. Man sagt, wie geht's, La, Bill, La? Gut, La Karma, La. Danke, La, gerne, La. Und du veräppelst mich nicht? Nein, das ist mein Ernst. Zeit, La, sich unter die Leute zu mischen, La. La, nice to meet you, La. Von der Skala von 1 bis 10, wie glücklich seid ihr? How happy are you? Sehr glücklich. 10 von 10. You're a 10? Und du? What about you? 100. 100? For me, I'm happier than that. Ich bin noch glücklicher. 11 oder 12 vielleicht. Manchmal sogar 20. Nicht schlecht. Ich komme an guten Tagen höchstens auf 6,5. Aber hier begegnen mir nur Zehner. Und alle schreiben das ihrem König zu. Er hat so viel für das Land getan. Jedes Lächeln zeigt, wie sehr wir unseren König lieben. Jeder liebt ihn. Wir bewundern ihn wie einen Gott. In Nordkorea würde mich diese blauäugige Verehrung verstören. Aber hier ist die Stadt von Angst, von echter Zuneigung geprägt. Das ist beeindruckend, weil K4 mit nur 17 Jahren den Thron bestiegen hat. Aber in dieser Version von Game of Thrones hat er sich als der weiseste und gütigste Herrscher entpuppt, den man sich hätte wünschen können. Auf einer Reise zu den Vereinten Nationen wurde der junge König gefragt, wie es um das Bruttonationaleinkommen seines Landes steht. Darauf soll er geantwortet haben, das Bruttonationaleinkommen ist mir nicht so wichtig. Mir geht es ums Bruttonationalglück. Er heiratete 4 Schwestern aus gutem Hause, zeugte 10 Kinder und führte sein Land aus der erdrückenden Armut. Zu Beginn seiner Regentschaft lag die Lebenserwartung bei 46 Jahren. Heute ist sie auf 69 Jahre gestiegen, dank besserer Straßen, Ärzte und eines besseren Schulsystems. Doch seine radikalste Reform erwischte seine Untertanen eiskalt. K4 wollte die Monarchie in Bhutan in eine Demokratie umwandeln. Als Gerüchte aufkamen, dass unser 4. König die Demokratie einführen will, waren wir alle sehr traurig. Aber er ist durch die 20 Distrikte gereist, hat mit den Menschen gesprochen und sie davon überzeugt, dass es gar nicht schlimm wird, sondern gut. Die meisten Politiker gehen Klinken putzen, um ihre Macht zu sichern, doch dieser Herrscher wollte seine abgeben. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie übergab er die Rabenkrone seinem ältesten Sohn. Der neue 5. König heiratete wenige Jahre später eine Bürgerliche und zeigte damit, dass für ihn eine Ehefrau genug ist. Und heute gab es gute Nachrichten. K5 hat angekündigt, dass K6 unterwegs ist. Und sind die Tränen gekommen. Als ob nicht schon alle glücklich genug wären. Sanjo war 10 Jahre alt, als K4 an die Macht kam. Und er ist sich sicher, dass seine Enkel ein noch glücklicheres Leben führen werden als er. Ich wurde zu früh geboren. Aber was wird passieren, wenn sich Bhutan der modernen Welt noch weiter öffnet? Als vor mehreren Jahrhunderten die ersten Fremden auf der Suche nach Heilkräutern durch diese Berge wanderten, hörten sie Donner und nahmen an, dass Drachen im Gebirge lebten. In einigen abgelegenen Dörfern hat sich dieser Glaube bis heute gehalten. Mir ist leider bisher nur der Drache auf der Landesflagge begegnet. Aber wenn ich das Land des Donnerdrachens wirklich verstehen will, muss ich herausfinden, was es mit diesen Fahnen auf sich hat und dem Grundsatz des Buddhismus. Je besser man sich in diesem Leben verhält, desto glücklicher wird man im nächsten. Ich bin kein Buddhist. Ist das kein Sakrileg? Überhaupt nicht. Du bist doch ein fühlender Mensch. Die Fahnen sind bedruckt mit Gebeten, die das Leid aller fühlenden Lebewesen lindern sollen. Und sie hängen überall. Oh, sie haben den Boden berührt. Das ist reiner Boden. Oh, okay.
Hier hängen sie gut. Das stimmt. Sagt man jetzt etwas Bestimmtes? Nach dem Gebet rufen wir Lagilo. Was bedeutet das? Möge das Gute über das Böse siegen. Alles klar. So, 1, 2, 3. Lagilo! Seit China Tibet vereinnahmt hat, ist Bhutan das letzte unabhängige buddhistische Königreich der Welt und eines von wenigen Ländern, bei denen Bescheidenheit und Mitgefühl den Kern der Verfassung bilden. Von 1 bis 10, wo stehst du? In meinem Alter bei ungefähr 7. Nur 7? Darfst du das überhaupt sagen? Das sind doch deine Ideen. 8 wäre erstrebenswert, aber ich bin eine 7. Dasho Karma hat in Oxford studiert. Er ist Historiker und Maler und im Grunde Bhutans Minister für das Bruttonationalglück. Wie definiert man Glück im Sinne des Bruttonationalglücks? Manche Leute denken vielleicht, dass es darum geht, von einem Höhepunkt zum nächsten zu jagen, um ständige hedonistische Erregung. Aber was bedeutet Glück für dich? Die Erregung, von der du sprichst, kann man nicht jeden Tag aufrechterhalten. Nicht in unserem Alter. Es wäre auch sehr anstrengend, weil man für die Höhepunkte viel Energie aufwenden muss. Uns geht es um ein kontinuierliches, positives Lebensgefühl. Alle 5 Jahre befragen Dasho Karma und sein Team über 7000 Bhutaner. Mögen sie ihren Job? Schlafen sie genug? Wie weit ist der nächste Arzt entfernt? Müssen sie ihren Müll verbrennen? Wie gut können sie lesen? Über 120 Daten werden abgefragt und ihre Analyse hat ergeben, dass Frauen mehr tägliche Aufgaben und schlechtere Bildungschancen haben. Deswegen sind Männer zufriedener. Politik macht die Menschen unglücklich und die neue Konsumgesellschaft hat Frustration und Neid steigen lassen. Aber über 90% aller Bhutaner bezeichnen sich als glücklich. Die Unglücklichen machen 8,8% aus. Ein paar miese Peter gibt es wohl immer. Aber will die Regierung diese Zahl durch die Politik noch senken? Genau. Das Ziel der Befragung besteht darin, herauszufinden, wo die Menschen unzufrieden sind. Rund 80 Bhutaner nehmen sich pro Jahr das Leben. Deshalb hat die Regierung einen Aktionsplan erstellt, um Selbstmorde zu verhindern. Westliche Politiker setzen gerne die Aussicht auf Wohlstand als Motivationshilfe ein. Aber für Buddhisten steigert die Jagd nach materiellen Dingen nur die Unzufriedenheit. Deshalb sind ihre größten Helden besitzlos. Dies ist der erste erleuchtete Stau meines Lebens. Alle halten an, um zu beobachten, wie Bhutans heilige Männer schweigend vorüberziehen. Die Mönche sind auf ihrer alljährlichen Wanderung in ihr Winterquartier in den Bergen. Sie laufen 3 Tage lang. Für einige Jahre sind sie im Auto gefahren, aber dann hat ihr Abt festgestellt, dass die Mönche außer Form geraten. Deshalb sind sie jetzt wieder zu Fuß unterwegs. Dies ist ihr Ziel. Punaka Tsong, dem Palast des großen Glücks. Man hört die Tauben gurren und ab und zu die Schritte eines Mönchs. Sonst nichts. Jahrhundertelang war dies ihr Vatikan, ihr Regierungssitz und ihre Festung in einem. Die Treppen sind sehr steil. Als die Tibeter im 17. Jahrhundert angegriffen haben, konnten die Mönche sie hochziehen und von oben auf ihre Feinde schießen. Während andere kleine Königreiche in den letzten 300 Jahren erobert wurden, hatten die Bhutaner weitgehend ihre Ruhe. So konnten sie für sich den mittleren Pfad des Buddhismus definieren. Nicht zu reich und nicht zu arm.
Aber kann ein Land, das auf Mäßigung setzt, im Zeitalter der Smartphones bestehen? Der telefonierende Lama ist davon überzeugt. Leute sind süchtig danach, sagt er. Er empfiehlt, die Vorteile zu nutzen, ohne abhängig zu werden und sich damit an den mittleren Pfad zu halten. Das sagt sich leicht, wenn man im Kloster lebt. Aber was ist mit all den anderen Menschen? Jedes Kind in Bhutan kennt die Geschichte von den vier Freunden. Der Vogel pflanzt ein Samenkorn und der Hase gießt es. Der Affe kümmert sich um den Dünger und der Elefant bewacht die Pflanze, bis sie gemeinsam die Früchte ihrer Arbeit ernten. Ich möchte die vier Freunde haben, das nehme ich. Meine Tochter wird die Geschichte lieben. Die vier Freunde symbolisieren die soziale und ökologische Harmonie in Bhutan. Und Pema, der diese Bilder schnitzt, verkörpert für mich die Liebe zur Arbeit. Obwohl er seit seiner Kindheit seine Arme nicht bewegen kann, hat er seinen Kreativitätsdrang nicht verloren. Für eine Schnitzerei braucht er 3 Tage. Seine Kunstfertigkeit ist beeindruckend, aber seine Arbeitsmoral ist nicht ungewöhnlich. Jahrtausende lang war dies das übliche Tagwerk in Bhutan. Und für viele Bauern in abgelegenen Tälern ist es das heute noch. Wir brauchen bis zu 20 Mann, um das Feld umzugraben. Und es dauert fast eine Woche. Ist das der Stall? Ihr habt Hühner und Kühe. Wir hatten auch mal Pferde. Echte Biobauern. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du? Immer 10. Es muss doch Tage geben, wo es nur für 7 reicht. Nicht im Vergleich zu früher. Inzwischen hat sich im Land so viel getan. Endlich geht mir ein Licht auf. Die Bhutaner befinden sich an dem Punkt, von dem meine Großeltern oft erzählt haben. In einer Zeit, in der das Leben so hart ist, dass eine einzige moderne Maschine alles zum Besseren verändert. Was für eine Treppe. Wie oft steigst du sie täglich hinauf? Mindestens 2-mal. Sonams Haus ist das perfekte Beispiel. In einer Ecke trocknen Rübenblätter, in der anderen residieren ihre Götter. So viele Schnitzereien. Sie sind so alt wie das Haus. 130 Jahre? So friedlich. Doch inzwischen gibt es elektrischen Strom und einen Reiskocher neben dem Holzofen. Und der alte Wassertank ist heute glücklicherweise überflüssig. Habt ihr jetzt fließend Wasser? Dann musst du nicht mehr die Wassereimer schleppen. Und während ihr Alltag früher ausschließlich aus Arbeiten, Essen und Schlafen bestand, haben sie nun plötzlich Freizeit. Seht ihr viel fern? Ja, und wir haben jetzt Internet. Damit wird alles einfacher. Du hast mich nach den US-Wahlen gefragt. Du kennst Hillary Clinton und Donald Trump? Ich schaue jeden Morgen. In Bhutan gibt es Fernsehen erst seit 1999 mit durchschlagendem Erfolg. Wir sind hier von Land umgeben und haben keine Küste. Es war unglaublich, zum ersten Mal das Meer im Fernsehen zu sehen und die Tiere, die dort leben. Und wir haben zum ersten Mal dunkelhäutige Menschen gesehen, in Afrika. Für uns Bhutaner war das völlig neu. Das Fernsehen hat uns gebildet und wir haben uns nicht mehr so abgeschnitten gefühlt. Aber wie wir alle wissen, hat der Flimmerkasten auch Nachteile. In unserer buddhistischen Gesellschaft, wo sich alles darum dreht, mitfühlend und sanft zu sein, wurde ausgerechnet ein Wrestling-Kanal zum beliebtesten Sender. Das tut mir leid. Dasho Kinley ist Bhutans Informationsminister.
Mein vierjähriger Sohn kam eines Morgens aufgeregt angerannt und rief: The Rock gegen Triple H. Ich habe gar nicht verstanden, was er meint. Aber Wrestling ist sehr beliebt. Hast du ihm erklärt, dass das Schauspieler sind? Wir haben es versucht. Dank der neuen Maschinen können mehr Kinder die Farm ihrer Eltern verlassen und zur Schule gehen. Aber es gibt einen Haken. In Bhutan fehlen Arbeitsplätze. Deshalb sitzen viele Jugendliche den ganzen Tag lang vor dem Fernseher. Drogenmissbrauch wird zum Problem und es scheint nur eine Frage der Zeit, bis sich die Unzufriedenheit Bahn bricht. Und sich die Gesänge voll Mitgefühl in wütenden Rap verwandeln. Kesang hat seine Berufung durch einen Song von Eminem gefunden. Welcher war's? Lose Yourself. Es war Liebe auf den ersten Blick. Danach gab es kein Zurück mehr. Aber während Eminem von Wut angetrieben scheint, möchte Kesang nur einige höfliche Vorschläge machen. Heute führe ich einen Song namens Guck Up auf, also Chance. Es bedeutet so viel wie Gib mir eine Chance. Könntest du einen Text gegen die Königsfamilie schreiben? Im Traum nicht. Du denkst nicht mal dran. Niemand würde das. Und als Buddhist kannst du auch schlecht über Geld oder Frauen rappen. Und ich bin Vegetarier. Natürlich. Auch die aufkeimende Filmindustrie produziert keine Filme mit Altersbeschränkung. Wir haben eine Zensurbehörde. Wenn Sex oder Alkohol vorkommt, darf man den Film nicht senken. Tandine ist eine von Bhutans beliebtesten Schauspielerinnen und nimmt ihre Vorbildfunktion sehr ernst. Dürft ihr euch vor der Kamera küssen? Bisher nicht, leider. Vielleicht auf die Wange. Wir machen das nicht. Unsere Jugendlichen sind noch unschuldig. Und wenn wir so etwas machen, denken sie vielleicht, das probiere ich auch mal. Deswegen lassen wir es lieber. Ich fühle mich in die 50er Jahre zurückversetzt. Aber wie lange wird sich die Idylle noch halten? Wann werden Schießereien und Superhelden die vier Freunde ersetzen? Wenn man verstehen will, wie dieses Land so isoliert bleiben konnte, muss man sich nur ins Auto setzen. Eine Strecke, für die ein Hubschrauber 10 Minuten braucht, dauert mit dem Geländewagen 10 Stunden. Und die sind nichts für schwache Nerven. Es geht vorbei an Schreinen für die Toten, an reich verzierten Lastwagen aus Indien und an Straßenschildern, die speziellen Humor erkennen lassen. Für die Menschen, die hier leben, sind Reifen auf dem Asphalt ein seltener Luxus. Sie laufen oder reiten normalerweise, aber in Bhutan ist ein Spaziergang im Wald quasi ein Besuch in der Kirche. Wir glauben, dass in den Bäumen Geister wohnen und in den Steinen auch. Den Menschen hier liegt es also fern, einen Baum zu fällen und zu verkaufen. Völlig. Bhutan ist halb so groß wie Indiana und zu 2/3 von unberührtem Wald bedeckt. Laut der Verfassung muss das für immer so bleiben. Der Glaube an die Natur macht sich auch in der Infrastruktur bemerkbar. Wenn die einheimische Bevölkerung anderswo auf der Welt von ihrer Regierung eine Brücke fordert, ist das Ergebnis oft vierspurig und stabil genug für Lastwagen. Aber das hier reicht den Leuten anscheinend. Ja, mehr brauchen wir nicht. Hier können auch Pferde und Rinder hinübergehen. Ihr treibt Kühe hier drüber? Ja, und die Leute fahren mit Motorrädern oder Mountainbikes. Das ist toll. Und hier werden Gebetsfahnen aufgehängt. Das Besondere ist, dass die Brücke auch über den männlichen Fluss führt. Ist er wegen der Stromschnellen männlich? Ja, gut zum Raften. Und der weibliche Fluss ist ruhiger? Auf der anderen Seite. Wenn Wasser das neue Öl ist, hat Bhutan ausgesorgt. Die Schneeschmelze aus dem Himalaya und der Monsun versorgen nicht nur die Menschen, das Vieh und die Felder mit Wasser, sondern liefern auch Energie.
dank riesiger Tunnel und Turbinen, die in den Bergen versteckt sind. Das ist das schönste Kraftwerk, das ich je gesehen habe. Wenn wir etwas aus der Natur nutzen, stellen wir sicher, dass wir die Götter auf unserer Seite haben. Yeshi arbeitet in einem der 5 Wasserkraftwerke von Bhutan. Statt mächtiger Dämme und Reservoirs nutzt man hier eine Methode, bei der ein Teil des Flusses ungehindert weiterfließt, während das Wasser und die Schwerkraft für saubere Energie sorgen. Wenn ein Kraftwerk in den Vereinigten Staaten die Umwelt schädigt, riskieren die Betreiber eine Strafe oder öffentliche Proteste. Aber ihr glaubt, dass ihr damit euer nächstes Leben beeinträchtigt. Unsere sozioökonomische Entwicklung ist immer mit unserer Spiritualität verknüpft. Diese Haltung ist wohl auch der Grund dafür, dass Bhutan als das einzige Land der Welt gilt, das mehr CO2 aufnimmt, als es erzeugt. 3-mal so viel, um genau zu sein. 70% des Energieüberschusses wird nach Indien verkauft. Dabei nutzt Bhutan erst rund 17% der Energie, die es in den Bergen gewinnen könnte. Warum also werden nicht mehr Kraftwerke gebaut, um die Einnahmen zu steigern? Wer könnte mir diese Frage besser beantworten als der Premierminister? Ich muss zu Atem kommen vor der ersten Frage. Ich kann mir die Fragen auch selbst stellen. Wie die Könige ist auch Chering Topgai ein begeisterter Mountainbiker. Was ist die höchste Geldsumme, die du ausgeschlagen hast, damit Bhutan seinen Charakter nicht verliert? Gab es riesige Projekte oder Investoren, mit denen du Bauchschmerzen hattest? Riesen fühlen sich bei uns ohnehin nicht wohl. Aber es gibt umweltschädliche Industriezweige, Betriebe, die mit Bleiche arbeiten, bei der Papierherstellung zum Beispiel. Oder Teile der Mineralindustrie, die sehr viel Energie verbrauchen und giftige Gase erzeugen. Die mussten wir abweisen. Die Herausforderung besteht darin, unseren Weg im Blick zu behalten und sich nicht von schnellen Profiten ablenken zu lassen. Doch angesichts der hohen Arbeitslosigkeit und des Klimawandels wird das immer schwieriger. Wenn die Gletscher schrumpfen, gibt es in Zukunft weniger Wasser und weniger Energie. Damit steigt die Versuchung, Wald zu verkaufen. Und seit K4 in den 1990er Jahren über 100.000 Nepalesen aus Bhutan vertrieben hat, ist auch die Einwanderung ein heißes Thema. In diesem Moment versuchen vermutlich gerade Menschen, illegal nach Bhutan zu kommen, illegal hier zu bleiben und illegal zu Bhutanern zu werden. Doch die Bhutaner scheinen mehr als andere Völker vor der zerstörerischen Macht der Gier verschont zu bleiben. Ihr Glaube schützt die Natur, die Überzeugung, dass jeder Baum heilig und jeder Stein etwas Besonderes ist. Und wer einen Stein grundlos den Berg hinabrollen lässt, wird im nächsten Leben dafür bestraft. Der Stein wird an deine Hoden gebunden und du musst ihn hochziehen. Hoch über der Hauptstadt dieses glücklichen Königreichs erstrahlen goldene Gesichter. Das sind Dakinis, quasi die Engel des Buddhismus, die alle Gläubigen segnen. Hier rahmen Dutzende das Himalaya-Panorama ein, aber sie bilden nur die Kulisse für den Hauptdarsteller. Das ist einer der größten sitzenden Buddhas der Welt und er ist brandneu. Man riecht noch die Farbe, die echten Goldstaub enthält. Er hat fast 100 Millionen Euro gekostet und wurde von gläubigen Buddhisten aus ganz Asien finanziert. Für zynische Kapitalisten ist er die perfekte Touristenattraktion. Aber für die Gläubigen ist das die Erfüllung einer 1200 Jahre alten Prophezeiung. Doch egal, woran man glaubt, Bhutan hat es geschafft. Er zeigt, wie schonungslos die Realität wirklich ist. Ross Kemp, die gefährlichsten Orte der Welt. Morgen um 21.50 Uhr bei Kabel 1 Doku.
Das schönste Geschenk für einen besonderen Menschen ist gemeinsame Zeit. Deswegen verdienen besondere Menschen zum Geburtstag auch etwas ganz Besonderes. Schenke ihnen mit MyDays gemeinsame Zeit bei einer traumhaften Übernachtung im Baumhaus und sorge damit für unvergessliche Erinnerungen. Schenke gemeinsam Zeit mit MyDays.de. Und das dort, das ist der große Wagen. Oh. Ja, da. Das soll ein großer Wagen sein? Da braucht man aber ganz schön viel Fantasie. Und das, das dort ist das Sternbild der Zu-Bentley-Zeit. Genau. Also, auf in die Zahnputzgalaxie. Ab ins Bad, komm. Das Leben macht mehr Spaß, wenn der Strom weniger kostet. Jetzt Ersparnis prüfen, wechseln und Prämie sichern. Per Telefon oder auf livestrom.de. Livestrom, powered by Sat1. Lieblingsfilm? Ziemlich beste Freunde. Lieblingsserie? Auf jeden Fall The Royals. Dirty Dancing, top oder flop? Mein Baby gehört zu mir. Ist das klar? Luise, willkommen in der Familie. Maxdome kann jetzt jeder. Die größte Auswahl an Filmen und Serien. Jetzt einen Monat kostenlos testen auf maxdome.de. Jetzt die Sonne Portugals genießen. Eine Woche Algarve, 4-Sterne-Hotel, Halbpension und Flug ab 249 Euro. In jedem guten Reisebüro und auf tropo.de. Doku. Echt nah dran. Unter Einsatz ihres Lebens. Wenn so ein Ding hochgeht, das überlebt man nicht. Machen Sie das Land wieder sicher. Wir retten Leben. Der gefährlichste Job der Welt. Hier ist was. Eine 5-Kilo-Bombe. Bombenjäger. Morgen um 20.15 Uhr bei Kabel 1 Doku. Die Themen im Doku-Magazin heute. Frisch von der Polizeischule, mit Berufsanfängern auf Streife. Bauverstärkung in die Bergstraße. MacPom statt Südamerika. Nandus breiten sich im Norden Deutschlands aus. Da kommt ein blöd an. Und schlaflos in Schüttorf. Nachtschicht in Deutschlands größter Disco. Das Doku-Magazin. Heute um 22.40 Uhr bei Kabel 1 Doku. Das Kabel 1 Doku Highlight. Wer hier an die Macht will, führt einen unerbittlichen Kampf. Wer hat den Charakter und das Vertrauen für die Führung der USA? Die packendsten Präsidentschaftswahlen in der Geschichte der USA. Das war der entscheidende Moment. Produziert von Kevin Spacey. Kampf ums Weiße Haus. Heute um 21.05 Uhr bei Kabel 1 Doku. Was steckt hinter den Schätzen der Geschichte? Mysterien im Museum. Gleich bei Kabel 1 Doku. Als K4 sein Land Mitte der 1970er für Besucher öffnete, kamen nur einige hundert Touristen pro Jahr. Heute kommen über 130.000, die meisten während der 4 Sommermonate. Wie also sollen die Bhutaner ihr Land vermarkten, ohne ihre Seelen zu verkaufen? Unser junger König K4 hat im Alter von nur 17 Jahren den Leitsatz für den Tourismus in Bhutan geprägt. Hoher Wert, niedriges Volumen. Seit damals konnte er beobachten, wie China mit den buddhistischen Tempeln in Tibet die Massen anlockt und wie Bergsteiger und Rucksacktouristen den Himalaya im benachbarten Nepal zumüllen. Es ist faszinierend. In Bhutan wächst Marihuana wild am Straßenrand. Für die Leute ist es Schweinefutter. Sie beruhigen damit die Säue, wenn sie ferkeln. Aber wenn sie ihre Grenzen für Rucksackreisende öffnen würden, kämen die zu Tausenden. Das braucht Bhutan nicht. Birl führt seit 30 Jahren Touristen durchs Land und ist damit Teil eines einzigartigen Systems. Abgesehen von den Nachbarn aus Indien und Bangladesch muss jeder Besucher bereits vor seiner Ankunft rund 200 Euro pro Tag bezahlen.
Dabei sind Mahlzeiten, Transport vor Ort, ein Fremdenführer wie Karma und eine 3-Sterne-Unterbringung inklusive. Für einen Aufpreis kann man auch in einem 5-Sterne-Luxustempel wie dem Suya Ling übernachten. Weitere noble Hotels von auswärtigen Investoren befinden sich noch im Bau. Und Bhutaner wie Sangai mussten sich schnell an die neue Dienstleistungsgesellschaft gewöhnen. Nun gilt es, Gäste mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen zufriedenzustellen. Im Restaurantgeschäft lernt man Toleranz und Geduld. Das ist kein einfacher Job. Wir müssen mit den anderen Anbietern mithalten. Darin besteht für uns die größte Herausforderung. Konkurrenzdruck und Buddhismus passen nicht zusammen. Früher musste sich der König um solche Probleme kümmern. Doch jetzt ist es am neuen Premierminister, eine Demokratie in Schwung zu bringen, von der längst nicht alle Bhutaner überzeugt sind. Niemand fand die Idee gut. Außer unserem König. Und die meisten haben heute noch Zweifel. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die für die Glücksbefragung zuständig sind. Sie meinten, dass sich das Leben der Menschen zwar messbar verbessert hat, aber dass sie unzufriedener mit dem politischen Prozess sind. Da stimme ich zu 100% zu. Uns Politikern kann man nicht trauen. Wenn wir erst mal Geschmack an der Macht finden und uns von der Bewunderung verführen lassen, wollen wir nicht mehr darauf verzichten. Und das kann zur Folge haben, dass wir unser Land auf einen unschönen Weg führen. Deshalb kann ich die Menschen verstehen. Jeder neue Investor erhöht den Druck auf das Land, sich weiter zu öffnen, die Regeln zu lockern und die Touristen endlich auch die höchsten noch unbestiegenen Berge der Welt erklettern zu lassen, die hier als heilig gelten. Wenn diese Gipfel freigegeben werden, bin ich weg. Aber die Vorteile? Wir wären nicht glücklich. Wir würden alle auswandern. Wenn die Touristen über uns herfallen und wir uns nicht mehr selbst finden, würden wir hier nicht mehr leben wollen. Deswegen haben sich die Bhutaner vorgenommen, nur die richtige Sorte Touristen ins Land zu lassen. Menschen mit Respekt und Verständnis, die keine Seilbahn zur beliebtesten Attraktion des Landes erwarten, dem Tigernestkloster. Wie haben sie das nur gebaut? Für Menschen allein ist das unmöglich. Da müssen schon göttliche Mächte geholfen haben. Dieses 300 Jahre alte Kloster wurde an der Stelle erbaut, wo ein berühmter Guru einst auf dem Rücken eines fliegenden Tigers gelandet sein soll. Wir Normalsterbliche müssen allerdings nach oben laufen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Sollen wir die Gebetsmühlen drehen? Wir drehen sie dreimal im Uhrzeigersinn. Das soll sich positiv auf unser Leben auswirken. Auf dieses und aufs nächste. Gibt sie neue Kraft? Jede Menge. Und hilft sie gegen Rückenschmerzen? Das ist wie eine Therapie. Die letzte Runde. Gute Energie fürs Universum. Hallo. Das klingt zwar kitschig, aber jeder, der mir hier begegnet, wirkt so glücklich. Wir glauben daran, dass wir den Göttern näher kommen, je höher wir steigen. Das macht uns glücklich. Ich bin glücklich, weil es flacher wird. Es ist nicht mehr weit. Noch etwas höher, wir sind schon fast da. Das muss es sein. Amazing. What? Wie haben Sie das gemacht? Der fantastische Blick auf das Tigernestkloster ist unsere Belohnung für den 2-stündigen Aufstieg.
Aber noch trennt uns eine Schlucht von diesem heiligen Ort der Buddhisten, einem beeindruckenden Tempel der Baukunst. Einer der größten Wasserfälle in Bhutan. Super. Ich will mich drunter stellen. Das ist heiliges Wasser. Über 500 Stufen gelangen die Gläubigen seit mehr als 300 Jahren an einen Ort wie keinen zweiten. Wir werden von einer flatternden Gebetsfahne, einem fantastischen Ausblick und einem freundlichen Hund begrüßt. Im nächsten Leben werde ich Hund in Bhutan. Für uns stehen Hunde auf der Vorstufe zum Leben als Mensch. Deshalb sind wir sehr nett zu Hunden. Und er will sich schon mal einen guten Job und ein gutes Leben sichern. Die Kamera darf nicht mit rein? Dort meditieren viele Menschen. Die wollen wir nicht stören. Im Innern finde ich ein Labyrinth aus kleinen Tempeln und Schreinen. Es riecht nach Wachs und überall ertönen die Gesänge der Mönche, die so das Leid des Lebens mindern wollen. Wissenschaftler haben festgestellt, dass sich tägliche Meditation positiv auf das Gehirn auswirkt. Stress und Ängste werden gemindert, Kreativität und Konzentrationsfähigkeit gefördert. Aber die geistige Gesundheit ist nur ein Baustein für das Bruttonationalglück. Die intakte Natur, keine Korruption, enger Zusammenhalt, Glaube und Kultur gehören genauso dazu. Es ist eine Sache, in einem kleinen Land solche Regeln festzulegen. Aber würde das auch in Amerika funktionieren, wo es nur wenige Buddhisten, aber viele Katholiken, Baptisten und Atheisten gibt? Wir lassen uns nicht gerne sagen, was wir tun sollen. Das ist glaubensunabhängig. Buddhismus ist nicht der Schlüssel. Man kann es überall umsetzen. Wenn man ein Land betrachtet, besteht es aus kleineren Einheiten. Es gibt Städte, Gemeinden, Viertel. Dort versteht man das Bruttonationalglück sofort. Vielleicht brauchen wir keinen gütigen König, um ein eigenes kleines Bhutan zu erschaffen, in unserem Viertel und in unserer Firma. Vielleicht reicht es, bei unserem Streben nach Glück eine Weile innezuhalten, um wahrzunehmen, was wir bereits haben. Wir können Familie und Freunde mehr wertschätzen, häufiger im Wald spazieren gehen und ab und zu einfach nur atmen. Und während sich diese verrückte Welt weiterdreht, können wir uns mit dem Gedanken trösten, dass es ein Land wie Bhutan gibt. Mögen Sie glücklich leben bis ans Ende Ihrer Tage.